Willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge von Pokémon Go und wir wollen euch was Krasses zeigen, denn es ist ja jetzt neu, es kam diese Benachrichtigung rein hier mit dem, mit den Lucky Pokémon. Hier, viel Spaß mit garantierten Glücks-Pokémon, dass ihr also jetzt noch bessere Möglichkeiten habt, Glücks-Pokémon zu bekommen. Sie sind jetzt garantiert, wenn sie von Juli oder August 2016 sind und derjenige noch nicht mehr als 10 Lucky Pokémon in seiner Sammlung hat, dann wird es zu 100% wirklich ein Lucky Pokémon, was schon mal krass ist, aber auch irgendwie kacke für die Leute, die natürlich jetzt schon 1000 Trades gemacht haben und schon 2 Millionen Lucky Pokémon haben, weil die können davon wohl nicht mehr so krass profitieren, aber die, die bisher noch nicht wirklich was gemacht haben, die profitieren natürlich wieder davon. Also manchmal ist weniger Spielen mehr. Und da haben wir einen Kollegen hier, der hat einfach mal ein Lucky Pokémon bekommen, aber nicht irgendeins, sondern ein Smetbo auf Level 28 und das hat gleich 100% IV gehabt. Also beste Grüße gehen raus an den Bockwurst King 88 von Team Blau. Seht euch das an, was für ein Prachtkerl, ein 100% Smetbo Lucky und ein hohes Level, was will man mehr? Also Smetbo ist schon an sich ein richtig cooles Pokémon. Das hätte ich auch gerne jetzt mit diesem goldenen Hintergrund als Lucky. Sieht das nochmal richtig cool aus. Das würde ich sogar sofort hochziehen. Kostet ja auch nur 84.000 Staub, also das wäre es mir wert. So, dann wollten wir aber schnell mal schauen, weil wir haben natürlich unseren Forschungsdurchbruch hier. Den wollen wir noch abholen. Berlin ist wo, alles klar. Fahr los! Wir holen uns hier noch einen Stempel ab und nehmen gleich den Forschungsdurchbruch mit. Ja, kau mir kein Ohr ab, Belohnung abholen. Und das wird natürlich wieder ein Entei, beziehungsweise was heißt wieder? Mein erstes Entei aus der Feldforschung, aber ich habe damals schon fleißig Raids mitgemacht und habe damals schon ein 100%iges Entei bekommen. Deswegen interessiert mich das Teil hier eigentlich jetzt nicht so. Selbst wenn es nochmal ein 100er wäre. Selbst wenn es nochmal ein 100er wäre, habe ich ja schon eins und da wäre natürlich das Hochziehen von dem jetzt noch teurer, weil es ja nur Level 15 ist statt Level 20. Ein bisschen hektisch gerade alles, weil in 5 Minuten muss ich auch los zum nächsten Regirock-Red an der Ex-Red-Arena. Rrr, so viele Rrr drin. Und das ist natürlich nicht so krass, hat nur den zweiten Satz, 14.06. Aber ein weiteres Entei in der Sammlung. So. Ihr könnt es ja sehen, da hoffe ich, aus den Zweier-Eiern schlüpfen noch zwei Flunkiefer, weil ich immer noch keinen Shiny habe. Und jetzt geht's natürlich hier los zum Regirock an der Ex-Red-Arena. Boom! Das war's aber kurz für diese Folge. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Tschuh.